Boah, unser Weihnachtsessen steht auf dem Tisch. Kroketten. Oh, Clara weiß Bescheid. Ja. Wo ist der Superkoch? Rotkohl. Rotkohl und die Orangensoße von Papi. Ja, können wir alles machen. Ich muss auch einen Flügel. Was? Aber wir haben nicht so viele Flügel. Jetzt gibt's erstmal Beine. Wer möchte einen Bein? Ich. Mag ich möchte einen Bein. Soll ich von hier? Wie du möchtest. Oh. Guck mal, ganz zartes Fleisch. Ei, ei, ei. So, du willst, dass ich das unbedingt zeige. Ach nein. So. Das ist so. Du musst noch so, so ein Mikrofon ranhalten. Oh ja. Wow, danke schön. So, noch jemand ein Bein? Keiner. Ich bin Bruststück. Flügel. Flügel, okay. Flügel! Oh, das wird aber jetzt knapp, ne, Papi? Ich weiß nicht, ob das klappt. Ich hab zuerst gefragt. Ich hab als zweites gefragt. Ich hab als zweites gefragt. Elisa, willst du einen... Wir haben ja tatsächlich überlegt, ob wir dieses Mal... Danke. Johann, kannst du einen Fein essen? Nee, ich möchte ja wenn dann Brust. Okay, gut. Brust? Wer möchte trinken? Hier. Ich. Danke. Ich. Bitte. Danke. Lisa? Ich bin müde, Papi. Du bist müde? Weil deine Ente braucht man eigentlich fast auch nie Soße drauf zu tun. Ja, so schön. Weil es so saftig ist. Wegen der Orange aus. Ja. Ich bin müde. Sehr schön. Willst du ins Bettchen gehen, Anastasia? Na komm, dann gehen wir ins Bettchen. Bescherung und so. Ja, ja, aber sie ist müde. Dann warten wir noch einen kleinen Augenblick. Ja. Ich Bescherung soll jetzt nicht sofort jetzt sein. Soße noch? Oh, hast du gar nicht das Soßen? Fischchen. Ich möchte. Ich will nicht angeben, aber die Soße ist himmlisch. So sieht das Festtagsessen heute aus. Wow. Guten Appetit. Danke. Danke. Ach so. Was heißt realistisch? Wenn es echt ist, wenn es fast echt ist. Wenn ich auf ihm reite zum Beispiel und wir halten, dann macht er seine Flügel so zurück und so. So wie echt ist. Dann ist das realistisch. Eben hat man mehr gehört. Hörst du das? Ja, es wurde schon jetzt fleißig geübt. Für das Weihnachtskonzert. Unser Lieblingsgeschenk. Ne? Mami und Papi wünschen sich immer ein Weihnachtskonzert. Elisa wird Klavier spielen und die anderen werden singen dazu. Freuen uns jetzt. Können wir jetzt kommen? Ja. Achso, jetzt geht's los. Okay, freuen uns. Oh, Tannenbaum, jetzt sind wir fertig und wir können Bescherung machen. Unser Weihnachtskonzert, bei O Tannenbaum mussten wir mitsingen, es war wunderschön. Ja, ja, mach so oben, ja, ja, schön, dass Elisa das alles gelernt hat, ne? Und alle, sie als Kleinste spielt Klavier und alle singen mit. Ist schon schön. Ja, so sieht es aus. Wow, wie hübsch das aussieht. Geschenke, auch von den Kindern, total süß, das hier hat Anastasia eben noch... Ja, selbst zusammengeklebt. Ist sie ganz stolz auf ihr erstes Geschenk, was sie mit Geschenkpapier einmal fertig gemacht hat. Und sie freut sich schon darauf, es wieder auszupacken. Ja, sie denkt, sie packt es dann auch wieder aus. Ich glaube nicht, dass sie das denkt. Ich glaube, dass sie es auf jeden Fall machen wird. Ja, okay, das kann sie ja auch gerne machen. Also wir dürfen ihr das Geschenk, was sie selbst eingepackt hat, nicht wegnehmen. So schön aus, was das. Ja. Wir sind bereit. Ja, vier Kinder und eine Ehefrau und ein Hund und so weiter. Wir kommen doch ein bisschen was zwischen. Ehefrau und Hund? Ja, Ehefrau und Hund. Ehefrau wird ja auch beschenkt. So, ne? So sieht das schön aus. Mega. Wir sind bereit für die Bescherung. Okay. Bist du auch bereit oder nochmal tief durchatmen, bevor die Kinder kommen? Wir machen es natürlich wieder so wie jedes Jahr. Ganz entspannt, jedes Kind nach dem anderen. Genau. Geschenk auspacken, damit wir alle dabei sind und ja, auch aufgeregt sind und gucken können, was es ist. Ja, die Geschenke sind noch nicht beschriftet. Das heißt, man kann nicht einfach so rangehen und alles aufreißen, sondern man muss erstmal jemanden fragen, wem das wohl gehört. Und von den Mama fragen. Ja, genau. Und ich, auch wenn es nicht so aussieht, aber ich weiß von jedem Geschenk, zu wem es gehört. Das ist unsere Tradition bei der Bescherung. Und das ist wirklich viel schöner, als wenn alle einfach nur ihre Geschenke irgendwie aufreißen. Und dann ist es schon innerhalb von 30 Sekunden alles vorbei. Und jeder kriegt ja nur zwei, außer Johann. Der kriegt ja dieses Jahr nur eins. Genau. Weil er so großherzig war, sein zweites Geschenk quasi gespendet hat an das SOS Kinderdorf. Aber ich glaube, kleine Kinder, die so großherzig sind, gehen nicht ganz leer auf. Oder?
Nicht ganz. Ja, okay. Mal gucken. Ich glaube, deine Tochter bemalt gerade die Tür. Ja, dann klingelt die mal jetzt. Okay, dann darf auch Anastasia zuerst anfangen, ja? Ja, okay. Einverstanden? Was da wohl drin ist, Anastasia? Hat mich gemacht. Sehr viel Kleber gemacht, ja? Ist es von Anastasia oder für Anastasia? Es ist von Anastasia. Von Anastasia? Kannst du Papi geben? Zu Papi geben. Wie schön. Ist wieder ein Porträt von Papi, ja? Ist das Papi? Ja. Cool, dieses Mal hat sie ja richtig gut gemacht. Oh, wie ja, schön. Also Auge, Augenbrauen, Nase. Das sind schon die Haare, ne? Und das sind die Beine. So viele und Beine. Ohren. Ganz toll. Ohren auch? Sieht nur ein bisschen mürrisch aus. Noch eine. Noch ein Paket? Ja, jetzt müssen wir aber gucken. Da müssen wir mal gucken. Warte, Anastasia. Warte. Das, zufälligerweise ist das auch für Anastasia. Okay, alles was sie dabei hat. Oh, jetzt bin ich auch gespannt. Okay, ich habe es schon geschafft. Oh, was ist das? Hm? Oh. Was ist das? Was ist das, Anastasia? Guck mal. Ich hoffe. Was? Nee, das also. Oh, die Elsa-Krone. Oh. Guck mal da, ein Spiegel. Guck mal da, ein Spiegel. Oh, Anastasia. Eine Elsa-Krone ist das, ja? Prinzessin Elsa. Königin Elsa. Ja, eine du hast Krone. Eine Krone. Ja, genau. Dann darf okay. Die Zweitjüngste. Und das ist mein, also auf meiner Liste aufgebaut. Und ich habe eine Elsa Krone. Das sieht echt schön aus. Das sieht voll schön aus. Oh, oh. Guck mal. Für Clara? Elisa hat sich ein Geschenk ausgesucht für Clara. Wow. Kann es schnell kaputt gehen, was da drin ist? Nein. Okay. Dann kann ich ja. Auch kaputt reißen. Danke, Elisa. Bitteschön. Was ist das denn? Ist Wings of Fire. Ist das ein Comic oder die Geschichte? Nein, da kann man seinen eigenen Comic reinmachen. Ach, so. Das ist ja cool. Da kannst du dann selber reinmalen. Ja. Ach, dann bin ich mal gespannt auf deinen Comic, Clara. Ich auch. Ja, Clara malt ja selbst also, schon nee, immer Comics. Das sind halt, eigentlich ist das kein Comic, den man machen kann, sondern da kommen so Aufgaben zum Man Ach soll einen so. Kampf machen oder so. Ach, okay. Und dann muss man es aufzeichnen. Danke, Elisa. Bitteschön. Süß. Und jetzt ist Johann dran. Ja, jetzt bin ich klar. Eigentlich ist die Klara dran. Ja. Also, darf zumindest aussuchen jetzt erstmal. Eine Elsa-Krone. Ja, du hast eine Elsa-Krone. Kannst du jetzt zaubern, Anastasia? Wähle das Richtige. Ich nehme irgendeins. Das hier. Mhm. Das ist. Für Clara. Oh, gut so. Ausgesucht. Du schreckst zu mir, das ist für Clara. Das sind Zaubersprüche. Zaubersprüche? Ja, genau. Baut sich um ihn herum so ein Energiefeld. Energiefelder und Blitze und so weiter. Und um ihn herum entsteht dann Feuer und Blitze und so weiter. Boah. Das ist ja cool. Musst du nur noch alles anmachen. Was für eine Hauptfigur ist da drin? Das ist so viel Arbeit. Ich glaube, das ist eine Reiterin. Helme! Guck mal, von der anderen Seite. Muss sie das ist ein Halb. Ja, das ist nachher sehr aufwendig.
Oh ja, das ist ja die Anführerin. Genau. Das heißt, zum Schluss sieht das dann so aus? Ja. Ach so. Das ist ein Drache, kein Pferd. Wie eine Drachenpferde. Ja. So, Johann, jetzt bist du dran. Königin Elsa. Ich war die Beste noch. Oh. Das Kleinste ist doch immer das Beste, hat Mami auf jeden Fall beim Abend meinem Geburtstag gesagt. Hab ich das schon mal gesagt. Das ist für dich, Johann. Glück? Elsa hat heute Glück. Ist das gut? Das ist wie so ein Brief. Und in dem Brief... ist ein Umschlag. In diesem Umschlag ist noch ein Brief. Und in diesem Brief ist ein Brief. Und es wird immer kleiner und immer kleiner. Okay, es ist Gold. Oh, was ist Überraschung. Das? Goldenes Ticket. Trimmung. Herzlichen Glückwunsch, einen Wunsch jederzeit sofort. Genau, ein goldenes Ticket. Das heißt, du hast jetzt die Möglichkeit, ne? Also meistens ist es hier so, dass du sagst, jetzt hätte ich gerne Geburtstag. Ja? Ja. Jetzt wäre gut, wenn es Weihnachten wäre. Das kannst du dir erstmal hinhängen und wenn du einen Wunsch hast, egal was, egal zu welcher Zeit, wenn du das goldene Ticket vorweist, in Anführungszeichen, dann erfüll mit dir den Wunsch. Ist ja echt cool. Ja, sieht doch echt cool aus. Kann man ihn nur einmal ansetzen? Das kann man nur ein einziges Mal ein. Ein Wunsch. Ein Wunsch. Jederzeit. Sofort. Sofort. Genau. Anastasia ist wieder da. So. Elisa bekommt. Oha. Yay. Pokémon! Das ist doch so dein Pokémon gewinnen. Lass uns das lieber austauschen. Das ist halt so von der gleichen Marke wie meine Kampfroboter. Guck mal, wir nehmen hier so eins. Ja? So eins. Nehmen wir mal das hier, ja? Okay. Oh, so ein. Das ist aber ein Riesengeschenk. Wem gehört das, Anastasia? Von mir. Das ist dir. Ja, weiß sie das. Toll, das größte Geschenk. Oh, perfekt. Ist es schwer? Nee, ist leicht. Wer ist das? Sky. Ja. Sky und? Chase, ja. Sieht wunderschön aus. Das ist meine Popschein. Das ist dein Popschein. Ich einmal davon frei. Die sind weich. Sind weich? Die sind weich, ja. Kuschelig? Ja. Und auch nicht mehr Baba. Danke, hat sie gesagt, Papi. Sky. Die kann fliegen, ne? Ist ja flauschig. Sky kann fliegen und der, das ist der Polizeihund. Und jetzt Flügel. Oh, Chase. Das ist Chase. Das ist auch. Nein. Ja, doch wieder runter. So ist besser. So, ne? Muss es korrekt sein. Oh. Ist das gut? Ist gut? Ist das ja? So tolle Geschenke. Ja, Schatz. Und jetzt ist Elisa dran. Ja. Genau. Ich nehme. Aber gleich ich. Das nächste große? Ja. Eieieiei. Weißt du, was das für mich ist? Muss ich ja mal schütteln. Nee, ich glaube, meine Größe ist nicht. Nee, das ist Anastasia. Ja. Schwer? Ja, das ist super. Ja, ich weiß. Das gehört Anastasia. Oh! Oh. Die kleinsten kriegen immer die größten. Ja. Und was ist das? Paw Patrol? Elsa? Was könnte das denn jetzt sein? Hier. Vollprofi. Papi allein, Schere. Papi macht das. Oder Anastasia. Und ein Fingerchen. Papi hat ein Messer. Oh. Oh, ich glaube, das war jetzt. Oh. Da sind alle meine Tiere. Oh. Und das ist Ola. Genau. Yeah.
rennt dir Sven. Ja, das ist doch erkannt, Clara meinte vielleicht. Wird das schwierig. Tiere sind besser als Menschen. Das habt ihr ja schon verpasst. Also. Und das sind alle meine Tiere. Ja, so viele Tiere hast du bekommen. Ja. Wow. Hunde. Und Olaf auch noch mit dabei. Hirsche und Olaf. Wow. Du hast Elsa und Anna hast du ja schon als Puppen. Jetzt können die. Stimmt. Jetzt können sie auch. Olaf. Und können sie drauf reiten auch. Nur ist Olaf genauso groß wie. Ja, ich kriege das noch mehr. Das könnte man ja nicht so gut spielen. Stellen wir alle bereit. Ja, vielleicht kann Mami ein Mochi-Geschenk aussuchen. Ja? Dann freut er sich. Achso. Okay. Wer ist denn dran? Clara, ne? Clara ist dran. Ich wollte, Clara, dran. Clara darf zweimal. Ich wollte nämlich Clara Mochi was Gutes tun. Oh, das ist aber lieb von dir, Clara. So. Oh, für wen ist das? Mochi. Für Johann. Ja, Johann hier. Yeah. Das ist ein Riesending. Okay, Mochi. Soll ich ihm einfach geben, jetzt schon? Ja, kannst du... Mochi! 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 Oh, hier ab! Mochi, ab auf deinem Platz! Hey! Na gut, dann wird das sein. Das Schlimme ist, dass Clara schlau ist und eine ungefähre Vorstellung von ihren Geschenken. Aha! Elisa, wenn du möchtest, kannst du das auch schon auspacken, damit du den fokussieren kannst. Ich auch! Ja, du wusstest, das wollte ich gerade sagen. Ja, freut es sich so. Ja, das ist jetzt das Set. Endlich, das ist das Figuren-Set. Zwei sogar. Das sind drei verschiedene, stimmt. Nee, vier. Eins, zwei, drei, vier. Oh, habe ich gesehen. Cool. Jetzt haben wir richtig viele Clans. Und die haben Pferde. Und die hat Glitzer. Ja, Sky hat Glitzer. Da. Glitzer-Cape. Richtig cool. Dann ist Johann dran mit... Das ist dein eigenes. Ich dachte, das wäre mein eigenes. Ja, das ist dein gutherziger Sohn. Oh. Darf nicht ganz leer aus dem Geschenk gewesen. Okay, cool. Und das ist die Überraschung. Ja. Warum? So. Ja, cool. Wow. Ah. Wow. Cool, das sind zwei cool. Eine Dingsbumster, sagt Elisa. Ja. Die VR-Brille. Oh, cool. Ja. Oh, das hat sogar extra auf die und man muss man nicht mal mit dem Controller. Ah. Achso, der andere war mit so... Ja, da gab es die nicht. Aber es gibt ja nicht so viele Spiele, die man, glaube ich, mit VR spielen kann. Also es gibt Horizon, es gibt noch andere Spiele. Genau. Spiel, wo man dann in einer anderen Welt ist. Ja. Völlig dreidimensional und... Im Spiel. Dann denkst du, du stehst irgendwie mitten auf einem Vulkan. Ja. Dabei stehst du nur in deinem Zimmer. Ja. Okay. Ich kann nicht mit. Da gibt es noch ganz viele Videos, wo die dann völlig abdrehen. Ja, und dann gegen die Möbel laufen und alles. Ja. Machst du dann auch sowas, Johann? Ja, gerne, kannst du gerne ausprobieren. Yay. Ich habe auch mal da. Ja, was war irgendwie. Gerne. Ja, stimmt, jetzt ist Anastasia wieder dran. Oh. Also nicht wieder gerade. Oh ja. Wissen wir nicht. Zeig mal, Papi. Das ist. Nein, das ist ja. Nein. Für die Mami. Was? Für die Mami? Ich hole für Mami aus. Dann darfst du das auspacken. Für Mami, okay? Oh, das ist aber schwer. Da brauchen wir auch eine Schere, Papi. Ladybug. Deine, achso, Anastasia hat auch eine Schere, mit der sie schon richtig gut schneiden kann. Hoffmann. Ach ja, das stimmt, das ist ja noch ihr ganz wichtiges Jojo. Kampfutensil. Ist ja dein Kampf-Jojo? Ja. wo ist dieses Schwert? Oh, hier, Entschuldigung. Hab ich einfach zur Seite gelegt. Entschuldigung, ich dachte, das wäre ein Stock. Weg damit!
nicht nur. Elisa, ich glaube, du kannst das da reintun. Hm? Oder? Die V? Nee. Ja, nee, nein, das ist gut gemacht. So. Da geben sie sich so raus. So? Ja, so? Ja, so. So, Bro. Boom. So, Johann. Boom. Johann. Bro. Food Bros, boom. Achso, das heißt sie auch. Okay. Achso, also, du wolltest ja hier. Mamis Geschenk. Mamis Geschenk. Mamis kann es aufgeregt schon. Ich mach das. Ja, du machst das? Super. Super! Gut gemacht. So, jetzt ist die Schere weg. Warte, gib. Das kann hier, oder? Oh! Oh! Was da wohl drin ist? Oh! Ein grünes Ding! Komm, wir gucken zusammen. Komm, wir gucken. Oh! Ey! Ja, das ist was? Mamis. Oh, ach, der so ein ist kleines aber Ding schön. Ist ja langweilig. Ne? Der ist aber schön. Dann ziehe ich den mal direkt lieber ja, an. Ja, der sieht schön aus. Ach, cool, dass der so den war. Ja. Genau, das ist cool. So. Wunderschön. Zeig mal. Ja, Papi. Ist das Roségold? Ja, Rosé. So mag Mami das. Ne? Ja. Dankeschön, mein Schatz. Ganz kurz, ihr wisst schon, was das für ein Armband ist, ne? Ja, ich weiß es. Ihr wisst schon, welchen Aufstand Mami gemacht hat. Was soll denn das? Also, ja, ich weiß. Nein, ich weiß, aber ich wollte es erwähnen, sonst wird Mami vielleicht wieder sauer. Nein, aber verstehst du? Mami ist sauer geworden, obwohl sie es macht. Ja. Da muss man als Mann ganz schön sicher sein. Guck mal, jetzt gab es schon zwei Schmuckstücke. Einmal eine Krone und einmal ein Armband. Wir sind Prinzessinnen. Hallo? Anna, das heißt, so. Ist die Eiskönigin. Ja. So, jetzt ist dann Elisa wieder dran. Oh, Elisa. Welches Geschenk? Das Spiel so mit Captain Wow. Und weiß nicht. Das hier. Das ist Clara. Elisa. Yay. Oh. Stimmt, Elisa. Elisas zweites Geschenk? Ja, Elisa braucht ja ein zweites Geschenk noch. Das ist Überraschung. Wir gucken mal nach. Ja, wir gucken mal nach, mein Schatz. Danke! Ja, diese Schachtel, die habe ich mir selber ausgesucht. Oh, ich wusste doch, was sie gefällt. Ich habe ja auch von ihr erzählt. Ich wusste, dass die Schachtel war es. Wo ist jetzt das Taschenmesser? Ja, kannst du das auch runter machen sonst? Johann hat das Taschenmesser genommen, eben, ne? Oh, sie hat es schön bekommen. Tiki! Tiki! Wer ist das? Das ist von Tiki. Ein Marienkäfer von... Dann kannst du es immer Ladybug spielen. Von Ladybug! No. Tiki verwandelt mich! Aber das gehört zu dem Geschenk dazu. Ah, das habe ich nur nicht extra verpacken können. Klara! 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 Na, Johann, bist du wieder da. Und gleich ich. So, das hier. Ich wollte nicht mal anzufassen, das ist für Clara. Oh, Clara, was das ist. Ja. 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 Bemalung. Ja, das ist... Oh, noch die Zange. Aber vor allem ist das das... für diese... Oh, wie süß ist das ja. Für die? Genau, für die Figuren. Mit Zwergkuscheln. Mit den Bäumen und so weiter. Ja. Das, hey, warum sind das hier denn andere Farben? Oh, ich weiß, weil das sind die Originalfarben. Ja, aber ich glaube, das ist eine sehr große Hilfe zu malen, weil da stehen dann die Farben drauf, die man braucht für genau diese Region. Johann! Das ist für... Wer hat noch eigentlich keine zwei komplett bekommen? Elisa. Oh, oh, oh. Mal sehen. Hä? Hä? Oh, es ist das letzte. Was ist denn? Oh. Noch mehr singen. Also, als würdest du eine Show machen und du kannst singen, was du möchtest. Ach so, wie Karaoke. Genau. Ja, genau. Nur halt mit deutschen Liedern auch. Ja. Achso, deutsche Lieder auch? Mhm, genau. Also mach ich dir halt nachsingen, was die dann singen. Die singen mit dir zusammen, soweit ich das verstanden habe. Dankeschön. Bitte schön. Machen wir gleich mal zusammen. Dann möchte Mami nämlich auch mal was zum Besten geben. Ja, ich weiß. Ich
für alle. So, jetzt ist wieder Anastasia. Anastasia, welches Geschenk? Nein, also wir haben es schon abgesprochen. Diese Geschenke sind jetzt alles durch. Ach, jetzt kommen die Kindergeschenke. Die sind, die kenne ich gar nicht. Das sind das von den Kindern. Ja. Das ist Mami und Papa. Oh. Ich gucke auch. Am Himmel leuchten die Sterne so klar. Ich wünsche euch ein frohes Fest und ein gutes neues Jahr. Eure Elisa. Das ist ja süß. Oh, die Karte ist aber hübsch. Die ist aber hübsch. Das hast du komplett selber gemacht. Dafür brauchtest du die Schleifchen. Echt schön. Ganz toll, Elisa. Auch einmal kurz. Ein Reim sogar. Ja? Warte, also, bitte, Anastasia, warte. Ja, das ist Anastasias. Das gemalte von Clara. Da hinten habe ich selbst gemacht. Das hat Clara für dich, Anastasia. Clara hat das von mir gemacht. Ja. Für dich. Kannst du auch machen. Musst du umdrehen. Ach, ja, so. Ich hab's ein bisschen fest gemacht. Was ist das? Lego. Oh, Elsa Lego. Elsa Lego. Elsa, den Frosch. Ja. Einen Frosch? Ein Elsa Frosch? Ja, dieser Ach so, Echse. Die Echse da aus Elsa 2. Ach so, ich verstehe. Das werden wir zusammenbauen. Okay, dann komm mal her, das war sehr dann. Ich glaube, das müssen wir zusammenbauen. Ja, ich merke schon. Jetzt sofort zusammenbauen. Jetzt sofort. Ich verteile Ihnen das nächste. Geschenke von Clara, von Clara, von Clara, von Clara. Oh, für Elisa. Danke. Ich habe mich nicht. Ich wusste gar nicht, dass wir was für die anderen kaufen dürfen. Okay. Ja, wir haben gesagt, eigentlich sollt ihr nichts kaufen. Ja, also, sonst hätte ich das auch gemacht. Johann hat sich an die Abmachung gehalten. Ja. Ja. Oh, Elisa. Aha. Johann, du bist doch so ein Lego-Bauer. Ja. Kannst du das bauen? Ja, kann ich machen. Was ist das denn? Das ist ein Fuchs. Ein Fuchs. Ist das ein Fuchs? Ja. Zeig mal. Ist das selbst gemacht? Ja. Was? Danke, Clara, das ist so süß. Aber da ist noch etwas zum Basteln für dich drin. Das magst du sehr gerne. Ja? Habt ihr extra schöne raus. Stickers! Yay! Das hast du selber gemacht? Das ist ja eine tolle Idee. Danke, Clara. Und das sind Aufkleber oder sind das so Tattoos? Das ist ja lustig. Guck mal, wie ist das? Ein Fuchskopf. Danke. Selber gemacht. Danke. Ja. Danke, danke. Aber warte mal. Da ist da doch ein Fuchs schon. Nein. Nein. Hä? Das ist für dich. Oh, danke. Was? Elisa kriegt noch eins? Von Clara? Ja. Mach schnell, damit wir... Besser, ja. Ja. Mach schnell, auf! Was, warum denn? Ich muss ihre Reaktion richtig sehen. Ah, yay! Oh mein Gott, was ist denn? Was ist denn? Ich wusste es! Was ist es denn? Das ist so ein Spielzeug. Man kann so Zutaten reinmachen. Und wenn man so ein Ausstecher reinmacht und dann macht man das in einen Backofen und dann kommt da raus ein Kuscheltier. Was? Ein Kuscheltier? So. Und es kann alles verschiedene sein. Es ist so, als hättest du ein Brot gebacken. Ein Brot oder ein Brot oder eine Zimtschnecke oder eine Zimtschnecke. Verstehe ich nicht. Wie geht das denn? Keine Ahnung. Mal gucken. Können wir es ausprobieren? Ja. Yay! Danke, Clara! Okay. Ich freue mich so! Okay. Kannst du jetzt schon machen? Wir haben jetzt frei. Genau. Vielleicht kann Clara dir dabei helfen. Geschenke an. Warte, Elisa, das ist die Anleitung. Also einer von denen kaufst du raus, ja? Ja. Ja, das musst du einfach mischen. Dann musst du es auch.
rausstechen, das reintun und fertig. Okay, du hast noch was für mich? Das ist das Wichtigste für mich. Was ist das? Ja, da ist das Geschenk für Mama. Ja, das kann ich ja dann zu mir. Elisa, los. Ja! Wie viele Gutscheine sind es denn? Viermal Ramen kochen lassen von meinem Sohn, wenn ich keine Lust auf Kochen habe. Ja, die sind ja schnell weg, ne? Ja. Die letzten vier Tage. Drei Tagen waren die schon aufgebraucht. Wir brauchen eine Schere. Wir brauchen eine Schere. Hier, warte kurz. Geht nicht auf. Alle sind happy. Hier ist noch jemand sehr happy mit seinem Weihnachtsgeschenk. Alles, was ich mir gewünscht habe, habe ich hier. Dass wir alle zusammen sind. Wir sind alle glücklich. Wir sind alle gesund. Mehr wünsche ich mir nicht. Ich wünsche frohe Weihnachten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss! Tschüss!